Warnung, ich bitte euch, eure Kopfhörer bzw. Lautsprecher etwas runter zu pegeln. Es ist Dezember, die CPM ist am Maximum des Jahres. Ich habe kein Video für heute und ich mache verdammt gerne Klicks auf anderen Leuten Nacken. Und in diesem Sinne, meine Freunde, ist es nun an der Zeit. Ich habe es bereits gestern im Livestream angekündigt. Ja gut, ich finde das Footage nicht, aber ich habe es wirklich gesagt, versprochen. Ich werde mir heute gemeinsam mit euch das neue Lied von Tanzverbot anhören. Meine Freunde, ich habe es bis jetzt noch nicht angeschaut, ich habe es noch nicht gesehen. Dieser Streifen hier ist lediglich von meinem Plugin von VidIQ, das heißt, ich habe das Video immer noch nicht gesehen, meine Freunde. Und ich bin extrem gespannt, wie diese 4 Minuten 34 auf maximal 10 Minuten für meinen eigenen Profit strecken kann. Ich werde jetzt unabhängig von dieser ganzen Geschichte zwischen Tanzverbot und mir wirklich versuchen, das Ganze objektiv zu bewerten, meine Freunde, und mir das generell einfach mal anschauen, was da überhaupt so geschehen ist und wie sich Tanzverbot Song überhaupt anhört. Und ich werde alles, was in der Vergangenheit zwischen uns beiden passiert ist, lieber Tanzi, außen vor lassen, denn ich bin ein Journalist mit fachkräftigem Hintergrund. Die YouTuberin Babys Beauty Palace und Tanzverbot sind nunmehr ein Paar. Ich würde sagen, ich ziehe nur meine Kopfhörer an, meine Freunde, und wir stürzen uns gemeinsam ins Getümmel. Beginnen wir mit der Analyse zu Zahnlücken Johnny. Generell? Vielleicht sollte ich mir vorher... Wobei, nein. Ich lasse mich auch nicht von den Bewertungen oder sowas jetzt irgendwie hier negativ beeinflussen. Ich werde mir jetzt einfach anschauen, was dahinter steckt. Okay, er rockt hier auf jeden Fall schon mal die North Face-Jacke. Bei ihm läuft auf jeden Fall geldtechnisch, kann man nicht anders sagen. Mann, es ist irgendwie... So eine Szene macht mich schon extrem glücklich, sowas zu sehen. Wartet, sowas. Es macht mich einfach extrem happy, das zu sehen. Ich weiß nicht warum. Gar nicht. Das ist so scheiße. Ich hab den Text nicht im Kopf. Wenn ich die ganze Zeit an diese Kacktexte denken könnte, müsste, dann könnte ich auch so machen. Jetzt kommt diese Fettsau. Ach, das fette Schwein. Ihr werdet nass gemacht. Und das war noch nicht die beste Line. Ja, die Haare fettig und ein Pickelface. Ich bin asozial. Die Portelair hat viel gebased. Damn, Alter. Was geht, Junge? Der hat ja jemanden Flow, aber frag ihn der Sonnenschein, Junge. Das ist ja echt annehmbar. Respekt. Nimm mich hoch und Sonne und sag, was da? Seid ihr etwa jetzt schon fertig? Oder kommt noch was? Leute, kommt schon. Sag, was fehlt noch hier? Ihr kennt es nicht. Pass auf, nun verrate ich's hier. Schau mich an, egal ob's dunkel oder hell ist. Und ihr seht ein... Es hat so ein bisschen was von so einem Reggaeton- oder Dancehall-Ding im Hintergrund, so dieser Beat. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Ist so ein bisschen, wenn jetzt gleich noch ein bisschen Autotune dazukommt und ein paar überschlagene Drumrolls, dann kann er eigentlich direkt bei 187 mitmachen. Diesen Schlitz wie bei Bibis Beauty Palace. Oh, Junge, die Ansagen hier gedroppt, Alter. Was ist mit dir? Um diesen Track einen richtig fetten Namen zu geben, werde ich meinen Zahnschlitz in eure Richtung drehen. Kann man machen? Ja, warum nicht? Ja, das bin ich, euer Zahnlücken-Johnny. Alle meine Fans machen mich so horny. Es gibt immer, glaube ich, ein paar Probleme mit dem Fokus der Kamera. Aber es kommt ja auf das Musikalische an. Ne? Das darf man ja nicht vergessen, Leute. Und nun zu Hook, denn die wird euch zerfetzen. Atme ein, atme aus, mach's wie Arsch und setzen. Ich kann so nicht arbeiten. Guck dir das bitte an. Ein Schlag und das ganze Ding bricht zusammen. Junge, egal was Leute sagen, sein Charakter... Ich kann ihn einfach nur feiern, das ist einfach so. Es tut mir leid, ich kann ihn einfach nur feiern. Auch wenn er ständig Nacktbilder von Jody Calussi haben will. Boah, Junge, was für ein kranker Bilder. Erwartet mich denn hier gerade bitte, Alter? Was ist da los? Weiter, komm. Du hast gesagt, von da bis da. Mann. Ja. Mann! Es muss, glaube ich, wirklich echt anstrengend sein, mit ihm ein Video zu drehen, also ein Musikvideo mit ihm zu machen. Respekt an das Team, was dahinter steht. Ohne dir zu nahe zu treten wollen, lieber Kilian. Ich finde das großartig, was du hier machst. Das ist so Dreck. Ich kann von der gesamten Scheiße mache ich. Schaffe ich zwei Sätze, zwei vollständige Sätze schaffe ich. So ein Dreck. Ich bin so aufgesagt. Hä, war jetzt der Drop einfach das? Das war jetzt einfach der Drop? Die haben den Drop einfach rausgeschnitten. Das macht man doch nicht, Mann. Ja,
und schaut mich an und kommt alle mal in Staunen. Denn ich bin dieses fettes, feines Tanz mit euren Frauen. Und was hier passiert, ja, das fragt ihr euch. Mach mal deine Lauscher auf, fuck man, ich rap es euch. Ich hab keinen Schulabschluss und das ist ein Skandal. Keine Lehre, keinen Job, man, alles scheißegal. Mein Leben ist vorbei und nun wird's immer schlimmer. Ach, dass ich nicht lache, kurz für euch ne Mittelfinger. Oha, Digga. Also man, wir sind jetzt bei 2 Minuten 33, meine Freunde, ja? Und ich muss jetzt schon sagen, ich bin, was das Flow-technische, das Textliche angeht, wirklich echt im Positiven überrascht, kann man nicht anders sagen, denn das ist wirklich echt eine solide Nummer, die er abliefert. Ich meine, wenn man sich dazu die Videos teilweise anguckt, ich liebe die, meinen Einkauf vom Videos, bitte hör mal mit nicht auf, mein Freund, ja. Aber das ist etwas komplett anderes. Das ist hier auf einem lyrischen Niveau echt akzeptabel gut, meiner Meinung nach. Das kann man auf jeden Fall machen. Also, ich bin selten jemand, der eigentlich bin ich echt gerne gemein, aber ich sehe ja gerade keinen anders, tut mir leid. 1 und 1, 2 mal 2, ja, das kann ich noch, denn ich hab's gelernt, so wie die meisten auch im Schulhaus doch. Mach die Augen auf, das ergibt. Was war das Wort gerade? Ich hab's gelernt, so wie die meisten auch im Schulhaus doch. Schulhausloch? Die meisten auch im Schulhaus doch. Hä, was ist das für ein Wort? Noch, denn ich hab's gelernt, so wie die meisten auch im Schulhaus doch. Schulausloch? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Mach die Augen auf, das Ergebnis seht ihr, schaut mal her, für alle meine Fans, zur Nahaufnahme kommt mal näher. Und jetzt für euch alle Hater, YouTube-Spinner, die Idioten, Burnout-Lehrer und dann alle Lügensinger. Guck, 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 guck sie an, die dicken Dinger, denn das geht an euch. Warte mal, was ist da im Hintergrund zensiert? Denn das geht. Da ist irgendwas zensiert. Ja, 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 mein Freund, man sieht hier ganz genau, dass du da was zensiert hast. Was hast du, Schweinehund, da wieder stehen neben deiner Toilettenrolle? Wahrscheinlich 200 Liter Gleitgel oder sowas. Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, wenn ihr Gleitgel kauft, kauft echt den 200 Liter Dosen. Da habt ihr am meisten von, da könnt ihr euch komplett mit einreiben und es flutscht deutlich geiler. Kann ich aus Erfahrung sprechen. Geht an euch, Doppelmittelfinger. Diese Turn-Up-Moves sind genial, Mann. Ich schwöre euch. Leute, ganz ehrlich, Mann, vergesst den Dab, vergesst alles, was bis jetzt da gewesen ist. Das ist der Future-Shit. Oh. Nein! 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 Oh. 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 Bitte, bitte, gib mir jetzt wenigstens einen Drop. Bitte, 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 bitte. Booster-Freak. Ey, musikalisch, ganz ehrlich, ist es auch echt nicht schlecht gemacht. Kann man nicht anders sagen. Also musikalisch ist es auch wieder eine solide Nummer so. Finde ich echt so vom Producing her, glaube ich. Ich kann jetzt da nicht so sehr in die Tiefe gehen, da habe ich nicht genug Ahnung. Ich bin noch nicht Tubo, ich habe keine Glatze, ich bin nicht breit wie Tubo, keine Ahnung, Alter. Halt mich da lieber raus. Aber ich finde so, das, was ich raushören kann, ist es wirklich echt ganz gut gemacht. Also von der Mische her so, Stimme und sowas, es passt alles. Es gibt halt, wie gesagt, in dem Video halt die meisten Aufnahmen irgendwie nur unscharf zu sehen, das ist halt ein bisschen schade. Aber Leute, man kann ja nie wissen, ob das nicht vielleicht auch Mittel zum Zweck ist. Vielleicht ist das ja auch eine versteckte Botschaft, die dahinter steckt. Ne? Vielleicht soll das ja die... Ja, genau. Weil das hab ich hart gekämpft, call a pizza my best friend, Döner, Burger, Booster, Hype, every day and every night. Nun zurück zum ernsten Thema, es kassiert doch nur die GEMA. Was glaubt ihr, wo das Money landet, bei dem Dicken, der damit handelt? Autos, Yachten, geile Beute, fette Partys, Haufen Leute, ach, ihr wisst doch, wie ich... Was ist denn da alles zensiert? Ist doch Klopapier zensiert. Ist das irgendwie ein Running Gag, den ich nicht verstehe? Da war eben diese Klopapierrolle, die ist jetzt auch zensiert. Wartet mal, das wird immer mehr. Kann es sein, dass da vorher Sachen standen, die jetzt immer im Video zensiert werden? Warte mal. Kleinen Moment. Versteckt sich dort eventuell eine versteckte Kritik von Tanzverbot an unserer Gesellschaft, an der Zensur des Internets, die durch den Staat derzeit geschieht? Will Tanzverbot auf Probleme der Privatsphäre hier aufmerksam machen? Oder ist es einfach so, dass sich dabei nichts gedacht worden ist und es einfach gemacht worden ist? Ich habe keine Ahnung. Ich bin all die Sachen nicht mein Ding. Der dicke Mann von nebenan mit seinem Bademantel an. Ich lieb euch und ihr liebt mich. Wer abonniert den Tanz? Oh mein Gott, das will ich als SMS-Ton haben, Alter. Ich schwöre, ich will am liebsten... Das soll ab jetzt das Geräusch sein, wenn ich jemals in meinem Leben Sex haben sollte, will ich genauso mich anhören, wenn ich meinen Orgasmus habe. Booster-Freak, Hungersnot, Hans
Ja, Mann, er fühlt es, er fühlt es. Gut, das ist jetzt... Ja. Ganz kurz nochmal im Hintergrund darauf hinweisen, wie glücklich die Leute sind. Schaut doch mal bitte da, hier die zwei. Die haben gerade den Tag ihres Lebens, wahrscheinlich gerade eben geheiratet, Alter. Schön vom Brandenburger Tor sich ein Foto machen lassen. Und sie vergessen, dass im Moment wenige Meter vor ihnen Jahrhundertgeschichte geschrieben wird, ja? Ein neuer Stern erblickt den Pophimmel. Zahnlücken-Johnny, meine Freunde, kommt und dreht das Musikvideo vor ihnen. Und sie schauen nur in ihre Handykameras. Belastend. Oh, Bruder, du hast genauso einen ekelhaft soliden Bartwuchs wie ich, also gar keinen. Korrekt. So, jetzt reicht's mir hier. Tschüss. So, warum ist jetzt hier alles zensiert? Das ist immer mehr geworden, die Zensur. Wartet mal, ich will das jetzt mal ganz kurz hier aufarbeiten. Da sieht man die Klopapierbrille, okay. Was steht daneben, Leute? Was steckt dahinter? Was hat das damit auf sich? Hä? Das ist alles so Müll. Einfach eine Boosterdose, eine Flasche Wasser, eine Colaflasche. Aber wieso wird das denn immer mehr mit der Zensur? Das verstehe ich nicht. Das wird ja immer unschärfer, oder? Warum haben die das gemacht? Keine Ahnung, Leute. Da kann man natürlich jetzt drüber philosophieren. Ey, ganz ehrlich, Mann. Schauen wir mal auf die Bewertungen. Oha, genauso wie es sein muss. Ehrenmann, ich gebe einen Daumen nach oben, Leute. Platz 1 auf den Trends, definitiv verdient. Tanzverbot. Ich lasse dir jetzt sogar ein Abo da, Alter. Weißt du, ich lasse dir jetzt sogar ein Abo da. Auch wenn wir beide eine schwierige Zeit hatten miteinander. Ich gönne es dir. Ich gönne dir alles, Alter. Ich gönne dir den Erfolg. Und ich gönne dir, dass du so einen richtig lustigen Track gemacht hast. Was soll ich sagen? Was soll ich sagen, Alter? Starke Sache auf jeden Fall. Alle feiern es, Leute. Ich finde es richtig, richtig nice. Vor allen Dingen, wenn er dahin geht und mit dieser kranken Selbstironie über sich lachen kann, Leute. Das ist das Wichtigste. Man sollte sich im Internet immer nicht Angreifer machen, Leute. Geschafft. Platz 1 auf den Trends. Doppelpeace auf jeden Fall an dich, Digga, von meiner Seite. Respekt für diesen Banger. Ich kann es nicht anders sagen. Gefällt mir wirklich echt gut. Vor allem das Musikvideo ist ganz witzig. Wenn ich mal überlege, Leute, dass halt immer diese kleinen Breaks drin sind, er sich wirklich authentisch, also er regt sich ja wirklich darüber auf, dass er keinen Bock hat, dieses scheiß Video zu drehen. Ich fühle das, Bruder, und ich finde das wirklich echt korrekt. Unabhängig von dem, was zwischen uns beiden passiert ist, unabhängig von dem, wie oft du mich schon getriggert hast auf Twitter, auch wenn du das sehr gut kannst. Möchte ich hiermit meinen offiziellen Respekt aussprechen, Bruder. Du hast das Ganze verdient. War wirklich nicht schlecht. Kann man nicht anders sagen, Leute. Ich bin beeindruckt. In diesem Sinne würde ich sagen, ist jetzt eigentlich nur noch Zeit für ein ganz kurzes Thumbnail-Gesicht. Und dann habe ich meine 2 Millionen Klicks auf jeden Fall schon wieder drin. Hier habe ich einmal auf den Song mit Sascha reagiert. Hat auch 2 Millionen Aufrufe fast gemacht, meine Freunde. Wartet mal, wo war's? Hier hat auf jeden Fall auch super gut geklappt. Also ich hoffe mal, dass es bei dem Video ehrlich steil läuft. Tanzermod, ich bitte dich, das Video nicht zu striken oder zu claimen. Ich gönne dir, du gönnst mir. Du weißt, Klicks auf deinen Nacken. Muss auch mal sein, ne? Ich bin zwar nicht Herr Newstime, aber trotzdem kann ich mir das mal rauslassen. Herr Newstime, Ansage an dich. Ich will, dass du über dieses Video berichtest. Mr. Ich möchte, dass dieses Video auf jeden Fall den Win der Woche bekommt. Und an alle anderen Leute, Zahnlücken-Johnny ist back. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Tanzverbot, hast du gut gemacht. Und jetzt ist Zeit für das Thumbnail-Gesicht. Perfekt. Und damit bin ich jetzt bereit, endlich zu sterben. Ich habe alles gesehen, was es auf dieser Welt zu sehen gibt. Ich habe gesehen, wie Tanzverbot auf Platz 1 der Trends mit einem Musikvideo. Ich glaube, meine Freunde, ich kann jetzt endlich ins Licht gehen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.